Gegen Weiße. Ja, klar, ja, macht Sinn. SCN gegen Splash Mage, zwei absolute Giganten, die da aufeinandertreffen. Warte, ist safe, dass er gegen SCN spielt, oder spielt er gegen den Gewinner von dem Match? Er spielt gegen den Gewinner von dem Match, ja. Aha, und du meinst, das macht SCN safe? Ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen. SCN ist ja schon bekannt dafür, das ein oder andere Tournament zu nehmen. Ich meine, er hat ja auch nur, ich glaube, 13 oder 12 von 15 Smash Cup. Flensburg? Digga, ich kann nicht reden. Ja, aber was ist, wenn Splash Matches jetzt einfach macht? Weißt du was, Frank? Das wäre cool. Das würde ich irgendwie auch sehr gerne sehen. Das ist mal was Neues. Alles klar. Also bis jetzt ist er ahead. Aber das ist dann wäre meine Prediction, dass dann Splash Match gegen SDN gewinnt und dann aber gegen Bison verliert. Okay. Ja, I don't know. Ich denke, es ist alles möglich. Ja, wir gucken mal. Sieht bisher auf jeden Fall, ja, sogar im Favorit von Splash Mage Page aus. Ich sehe einfach hier mal der Bildschirm. Ich wusste nicht. Oh, perfekt. Alter, was war das für ein Dragon Ball Moment? Oh, den habe ich leider gerade verpasst. Da habe ich gerade auf die einfach beide Track komplett geguckt. Weggeflogen. Aber SDM nicht geschoren. Splash Mage jetzt auch auf zwei Slots. Oh ja. Nice up there. Ich finde auch dieses Spot-Dodges von SDN, die sind einfach geil. Ja, safe. Also beide Mechanically auf jeden Fall ultra cool. Definitiv. Ich finde das auch gut, SDN wieder auf dem Ike zu sehen. Ich weiß nicht, ob er das in letzter Zeit auch viel spielt, aber damals habe ich ihn auf Fox tatsächlich immer gesehen. Das ist cool. Ich habe ihn noch gar nicht. Oh, nevermind. Nicht Fox. Wolf. My bad. Wolf, genau. Ja, Wolf safe. War auch, ey. Das war böse. Alter. Crazy abgepickt. Splash Match wieder vorne. Ich wäre mir da nicht zu sicher, muss ich ehrlich sagen. Ja, mal gucken. Aber instantly kann man das. Ja. Es bleibt spannend. Definitiv. Wir haben wieder das relativ ausgeglichen. Dementsprechend hieß noch alles holbar. Und das ist gerade mal das erste von dem ganzen Set dementsprechend. Es wird hier noch. Das wird hier noch wild auf jeden Fall. Schöner Grab von SDN. Die Abwehren der Ledge ist so cheesy. Oh, aber auch perfekt gecountert gegen Robins Bullshit an der Ledge. Das ist. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Muss man halt richtig patient sein. Ja, das waren jetzt so Last Stock Situation, das ist kein Risiko eigentlich. Nö, absolut nicht. So, du bist auf 80% nice. Und es ist einfach ein das Kill. Oder oh, halt. Ah. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob es am DI lag oder ob das einfach voll ist. Das war fett auf jeden Fall. Solid. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wollte ich auch gerade sagen. Würde sagen, SDN, erstes Game gewinnen, das ist, es kommt dann irgendwie bekannt vor. Es kommt häufiger mal vor, habe ich gehört. Aber es arme. Ich habe das Gefühl, du hast ein Favorite. Ich möchte dir überhaupt nichts vorwegnehmen, aber warte, wie war nochmal unsere Chuck Norris SDN? Achso, Seth. Ja, ich meine, Combo beginnt mit der Brofist oder so. Dealt halt Percentage Damage in V-Life. Ja, genau. Ah, es war halt ziemlich close, also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Splash Match das noch irgendwie turnen kann. Ja, total. Und sie fand ich nice. Sehr, sehr cleanes. Sehr clean den Anfang hier schon gespielt. Aber SDN ist halt auch einfach fucking solid. Eine Menace, wirklich. Ja. Spacing ist halt optimal, Movement ist halt super präzise. Aber so richtig schön mit dem letzten Bit von der Neutral einfach noch getroffen, ja, an der Ledge. Das war wow. Ich habe das Gefühl, das ist auch so einfach seine Stärke, sein Playstyle. Ja. Der macht das halt immer so mega präzise. Er kennt genau seine Zones, er weiß genau, da darf ich nicht. Safe. Ja, und der kann halt auch gut reacten. So, I mean, obviously. Ich meine, wenn man auf diesem Level spielt, dann sind die Fundamentals, glaube ich, immer solid. Ja, definitiv. Das killt einfach. Ja. Das ist crazy. Ich wusste gar nicht, dass das so strong ist. So wirklich Hit für Hit getradet. So ein bisschen einfach das Matchup. Ja, ich glaube. Schlägt immer so ein bisschen um sich. Oh. Irgendwann mit einer. Wow. Oh, wow. Das war einfach mit dem Stab. Ja. Heftig. Einfach gekerzelt. Ich dachte, der hat Power-Armor darauf.
Das war gerade irgendwie eine Situation, ich glaube, Splash Match. So, SDN war einfach direkt in seinem Gesicht und beide haben damit einfach nicht gerechnet. So, beide haben sich einfach nur so ein bisschen awkward angeguckt. Okay, schön, wow. Ja, der Respekt zu den Playern untereinander, das merkt man auch richtig. Ja. Also, die playen das sehr, sehr safe. Die Zones sind halt, die sind halt entscheidend in der Job. Nee, da will man einfach nicht stehen. Als Robin. Kombo? Ich weiß, ob es von den Prozenten schon reicht, aber demnächst wieder ein Forward Tilt an der Ledge, wie wir es schon zweimal jetzt gesehen haben. Das ist ja wieder der Kill. Oh, schön. Schön wieder die Prozente ein bisschen ausgeevend, aber SDN ist so noch immer schon, nee, Bro. Du kannst nicht unter 80 haben. Der lange Charge. Einfach den Stab abgeworfen, das ist disrespectful. Stimmt. Weißt du, er hat gedodged. Ist halt schon spannend. Was passiert jetzt? Oh, ja, das natürlich. Killt halt einfach. Das reicht einfach. Wild, ja gut. Wie prophezeit. 2-0 SDN, aber war ein Fancy Game. Kann man nicht anders sagen. Kann man auch nicht anders sagen. Dann SDN gegen Bison in den Grand Finals. Ah, nee, das ist ein Best of Five. Ah, achso. Genau, ich glaube, die Top 12 waren Best of Fives immer. Genau, ja, die anderen Games sind immer Best of Three, aber dann einfach im Top 8, denke ich mal, oder? Ja. Ja, safe. Irgendwie sowas, keine Ahnung. 3, 2, 1, go! Start. Es sind entspannte 80%. Weggezoned. Ich weiß nicht, wie das Matchup an sich ist. Ich habe das Gefühl, das könnte legit 50-50 sein. Also die Projektile sind bestimmt nicht schlecht gegen Ike an sich. Kann halt nicht so aggressive spielen. Nee, das ist auch so ein bisschen verkrüppelt, weil ich glaube, Ikes Disadvantage ist ähnlich wie bei Terry einfach extrem schlecht. So, was machst du? Du sogar deine einzige wirklich mobile Option werden einfach gecancelt, wie die Arme. Der zum Beispiel. Damn! Oh, nicht nur der Disrespect, so, yo. Hier wird nicht recovered, einer auf dem. Ja. Okay. Da sieht man nicht oft so ein Edgeguard von Ike. Wenn man zum Beispiel schon direkt auf der Map. Damn! Die Reach ist schon wild. Die ist schon wild, auf jeden Fall. Ich meine, Disadvantage. Oh, Forward Smash. Ja, das war's. Easy Clap. SDN, das war leider ist nicht close. Locked in heute. Ja, also, I mean, es bleibt dabei. SDN im Finale gegen Bison. Definitiv. Das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Bison gegen SDN, das guckt man sich gerne an. Wenn es würde das ich mir auch gerne angucken. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube ja.